So, ich habe hier die Aufgabe 12. In der Oberstufe eines Gymnasiums sind 220 Schülerinnen, 180 Schüler. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind in einem Geschichtskurs mit 20 Teilnehmern mehr Männer als Frauen? Und das ist schön, weil da muss man ein bisschen was überlegen, erläutern, welche Annahmen wir haben. Also wir haben da oben 400 Schüler in der Oberstufe und 180 Jungs. Das heißt, P von Männer gleich 180 durch 400. Und die 20 Teilnehmer sind unser N. Ja, N gleich 20. Ich habe so ein Zufallsexperiment, 20 Teilnehmer, und mich interessiert jetzt P von K mehr Männer als Frauen. Also größer 10, größer gleich 11. Ja, ist jetzt hier so ein bisschen. Kann ich da radieren eigentlich? Ja, es geht. Ah, ich radiere. Schön. So. Nein, Platz. Gut. Also jetzt wieder 1 minus. Ja, so. Ja, wunderbar, schön Platz. Also. 1 minus P von, dass die Männer kleiner gleich 10 sind. 1 minus F. 20 haben wir. Dann die 180, also 80 Viertel, ja, was im 80 Vierzigstel. Und hier 10. Und das ist das, was gesucht ist. Und die Annahme ist, dass diese Wahrscheinlichkeit für alle Kurse gilt. Ja, und in einem Geschichtskurs. Ah ja, das heißt also, dass der Geschichtskurs jetzt nicht, also dass die Jungs genauso gern Geschichte nehmen wie die Mädchen. Ja. Das wäre jetzt dummerweise bei meinem Fach Physik, könnte man diese Annahme jetzt nicht so einfach treffen. Da ist es leider so, da haben wir tendenziell ein bisschen zu wenig Mädchen und so. Und das wollte ich hören. Ja, also dass diese. Ich nehme diese Wahrscheinlichkeit als fixe Wahrscheinlichkeit an, und das gilt auch für Geschichte.